Hallo und herzlich willkommen zu Bastel mit Nilem. Ja, heute ist schon unser Tag 5 im Christmas in July. Die Woche, die geht jetzt ratzfatz rum, habe ich irgendwie das Gefühl. Und wir haben schon einige tolle Sachen gebastelt. Und das, was wir die letzten 2 Tage gebastelt haben, habe ich jetzt noch ein bisschen ausgeschmückt. Und ich dachte mir, den einen oder anderen interessiert es vielleicht, wie das jetzt mit Designpapier aussieht. Denn ich habe meine Box hier einmal mit Designpapier beklebt. Das ist kein Action-Block, das ist ein Block von Woolworth. Das hat mir mein Mann in den Adventskalender gepackt. Und ich habe das noch gemattet mit Spiegelkarton, einmal in Rot und in Gold, damit das passt. Und ich wollte unbedingt ein Karo-Muster, deswegen habe ich mir aus dem Block was genommen. Ich habe es von allen Seiten beklebt, auch hier unten ist noch Designpapier drauf. Und dann habe ich noch December Daily 2024 auch mit Spiegelkarton gemattet. Das habe ich selber geschrieben und das ist eins dieser Stanzteile von den großen. Das habe ich jetzt fürs Cover verwendet. Ich finde, das sieht so cool aus und wenn wir es dann öffnen, habe ich es auch innen drin nur den Deckel beklebt. Der Rest bleibt bei mir weiß. Und dann können wir das Ganze hier so schön blättern. Ich werde noch Zahlen ausstanzen. Dann kann ich mir jetzt zum Beispiel den Tag rausnehmen, der gerade aktuell ist, ein Foto reinkleben und noch was Schönes über den Tag schreiben. Und ich finde das so cool. Ich freue mich schon drauf, das dieses Jahr zu benutzen. Vor allem, weil es jetzt schon fertig ist und ich nicht den ganzen Stress habe, das noch alles für Dezember fertig zu kriegen. Also, das ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles, dieses Christmas in July. Da freue ich mich sehr darüber. So, und heute machen wir was mit Bändern. Das habe ich euch ja schon im letzten Video gesagt. Denn wir wollen Lesezeichen machen. Dafür braucht ihr Bänder eurer Wahl. Also, ich habe hier sogar ein Spitzenband, was ich sehr schön finde. Es gehen natürlich auch so Samtbänder oder ganz normale Bänder. Also es ist am besten, wenn sie auch dickere Bänder gehen natürlich, je nachdem, was ihr für Klemmen habt. Die braucht man dafür. Ich habe hier einmal dieses Samtband in Rot. Das ist vom Action und dieses Spitzenband ist vom Rossmann. Dann braucht man eben diese Klemmen. Ich verlinke euch die Klemmen dann unten in der Videobeschreibung. Die habe ich mir jetzt extra dafür bei Amazon bestellt. Und ihr seht, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, weil ich es euch jetzt zeigen wollte. Die kommen, das ist jetzt so ein Mix-Set, was ich bestellt habe, damit ich alle Farben habe. Man kann die aber auch je nach Silber, Gold oder was man möchte, auch also eine Box davon bestellen. Dann hat man ein bisschen mehr davon, ja? Aber ich habe mich jetzt erstmal für die Farben entschieden, damit ich erstmal sehe, wie die aussehen. Und dann, wenn ich nochmal was brauche, bestelle ich es mir nach. Das braucht ihr dafür. Die schauen wir uns jetzt gleich genauer an, wenn wir das dann basteln. Und was auch ganz gut wäre, sind Charms. Ich habe hier so Weihnachtscharms, die habe ich selber gekauft, teilweise in meinen Adventskalendern drin gehabt. So Schneeflocken, kleine Engelchen, Zuckerstangen habe ich hier zum Beispiel. Die brauchen wir für die Lesezeichen, die wir jetzt machen. Das ist das, was ihr heute braucht. Und dann schauen wir uns mal die Klemmen an. Ich möchte heute goldene Klemmen für dieses Samtband verwenden und für mein Spitzenband verwende ich dieses leuchtende Silber. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie diese Klemmen aussehen. Die sehen aus, die haben hier so eine dreieckige Form und hier sind so Zacken dran. Und diese Zacken halten das Band dann fest, wenn man das schließt mit einer Zange. Die fressen sich quasi hier rein, wenn man dann mit der Zange zudrückt, sodass das auch nicht mehr abgeht. So sind die Fransen von den Bändern danach nicht mehr zu sehen. Und das Coole ist hier, dass man hier dann noch was dranhängen kann, weil das ja hier so eine kleine Öse hat. Aber ich denke, ich werde da auch meine kleinen Ösen noch dazu holen müssen. So, und jetzt würde ich mal sagen, jetzt überlegt man sich, wie lang soll dieses Lesezeichen sein? Also ich möchte so eine DIN A5 Länge. Ich denke, das ist immer eine ganz gute Länge. Wenn ich mir jetzt hier mein Ideenbuch nehme, finde ich, ist das eine gute Länge, wenn das hier so ein bisschen, wenn dann hier so der Charme rausguckt und hier unten darf es sogar noch ein bisschen länger sein. Also schneide ich mir das hier ab. So. Einmal. Dann kann das Band schon weg. Dann nehme ich mir auch dieses Spitzenband. Ist ja noch Tesafilm dran, das machen wir mal kurz ab.
Seht ihr, wenn man das, das ist ja oft so, dass man dann so hässliche Fransen hat. Dafür werden wir dann eins von diesen großen hier benutzen müssen. Ich hoffe, dass das Größte da dann auch passt. Schauen wir mal, ob das denn passt. Ja, ich denke, wir kriegen das so zusammen. Das kriegen wir schon hin. Genau, und da nehme ich mir jetzt auch gleich die gleiche Länge, die wir hier haben. So, schneid mir das ab. Dann brauchen wir so eine Zange, um das Ganze festzuklemmen. Ihr seht, hier ist es so ein bisschen aufgegangen, weil ja das Klebeband damit dran war. Dieses Teil werde ich mir jetzt nochmal abschneiden. Am besten wäre natürlich eine Stoffschere. Ich habe zwar eine, aber habe vergessen, die jetzt zu holen. So, solche Reste hebe ich mir sogar auf und klebe die mir auch immer an so Tags oder sowas. Kann man die tackern, das sieht dann auch schön aus. Also ich schmeiße sowas gar nicht weg. Wir nehmen das jetzt, machen uns das jetzt hier so zusammen und wir drücken uns das jetzt hier auch mittig zusammen, weil das jetzt einfach zu groß ist. Dann nehmen wir eine Klemme, so, und drücken das schön fest hier unten, ja. Zack, seht ihr, hier ist es schon fest. Und das gleiche, schön festhalten, dass es nicht rausgeht. Und achtet darauf, dass es wirklich drinnen ist, bevor es zu klemmt. So. Und schon haben wir es auf dieser Seite befestigt. Und es sieht jetzt richtig edel aus. Und wenn es jetzt drin ist, mache ich es auf jeden Fall nochmal fest, dass es auch wirklich fest ist. Schön festklemmen von allen Seiten. Einmal hier. Einmal hier. So, und jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr abgehen, seht ihr? Und das gleiche machen wir jetzt hier. Schön festhalten und schön so dagegen drücken, dass ihr das auch hier erwischt. Und dann, wenn es drin ist, könnt ihr richtig auf dem Punkt, wo es sein muss, festdrücken. Seht ihr? Und es ist ganz schnell gemacht. Ich muss es hier noch mal festdrücken. Genau, so ist es jetzt schön festgemacht und da werden dann noch unsere Charms hinkommen. Aber wir machen noch eins mit diesem Samtband. So. Und für das Samtband haben wir ja jetzt kleinere. Da wird das auch ein bisschen leichter sein mit so kleineren. Seht ihr? Das hält man dann so rein. Oder ist vielleicht noch eine Größe größer besser? Ja, ich glaube, die ist die ideale Größe. Da können wir nämlich das Ganze nehmen und einfach zudrücken. Seht ihr, wie schnell das jetzt ging? Da geht das dann ganz, ganz einfach. Vielleicht von beiden Seiten zudrücken. Und dann schauen, dass es auch schön fest ist. Ja, das passt. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Schaue ich nur, ob ich die gleiche Größe habe. Genau. Und schön festdrücken. Wir können das Ganze noch mal umdrehen und festdrücken. So, und schon habt ihr wieder ein Lesezeichen. Wenn jetzt die Charms dran sind, ist es noch schöner. Das kommt jetzt. Habe ich noch meine Binderinge geholt. Jetzt brauchen wir natürlich für Silber auch silberne. Dann nehme ich mir jetzt, ich habe die nämlich in verschiedenen Größen. Ich nehme jetzt trotzdem so große. Und das mache ich mir jetzt einmal hier rein. So, dann nehme ich mir den Charm, den ich haben möchte. Das ist jetzt einmal die Schneeflocke. Mach mir die rein und mach mir das dann hier
hier so fest. Ich hoffe, ihr seht das alle. So. Und ich finde, das sieht immer so schön aus, wenn dann sowas dranhängt. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So, das mache ich mir jetzt auf. Dann kommt es einmal hier hin, einmal hier rein. Dann habe ich mir so einen Engel ausgesucht. Seht ihr das? Der ist so süß. Der kommt jetzt hier rein. Und dann wird das Ganze hier verschlossen. Und schon habt ihr so ein mega schönes Lesezeichen, was ihr in ein Journal packen könnt. Ich finde das so schön. Ich zeige es euch dann auch gleich, wenn wir das nächste gemacht haben. Dafür werde ich mir jetzt goldene nehmen. Eins, zwei. Und dann machen wir uns diesen Bindering auf. Was ich so toll finde an den Lesezeichen ist, dass die einfach so schnell gemacht sind. Hier mache ich es auch wieder einfach nur hier rein. Und also es ist nicht viel Aufwand, aber es sieht halt mega aus danach. Bei dem weiß ich nicht, ob ich das auch hier oben machen soll. Mal gucken, wie das jetzt dann aussieht. Jetzt habe ich es verkehrt gemacht, oder? Ja, ich habe es falsch gemacht. Ich muss das nochmal machen. Moment. So, da bei den Samtband, wenn es auf einer Seite eben nicht samtig ist, müsst ihr darauf achten, dass der Charm dann auch richtig herum draufgelegt wird. Also, dass der auch in der richtigen Richtung drauf ist. Sonst sieht das ja blöd aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, das ist dann hier und dann mache ich mir hier noch eine wunderschöne Schneeflocke hin. So. So, einmal hier rein und dann einmal den Charm. Da achten wir darauf, dass das hier passt. So, und dann einfach zumachen. Genau, und dann sind eure Lesezeichen schon fertig. Ich finde das so schön und jetzt zeige ich es euch mal in meinem Buch. Nehme ich jetzt mal eine leere Seite, weil ich habe hier schon ein bisschen geschrieben. Also lassen wir einmal die hier. Seht ihr, wie schön das aussieht, wenn das hier so rausguckt? Oder wenn ihr das dann so rausgucken lässt? Mega schön, oder? Das kann man jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr ein Journal bastelt, könnt ihr das so dazu machen. Ich finde die so toll und das kann man natürlich für alles machen, nicht nur für Weihnachten, aber ich mache die irgendwie gern für Weihnachten. Ich weiß auch nicht, warum. Dann haben wir ja noch dieses Lesezeichen. Und ich finde halt, Spitzenbänder sind auch immer mega edel. Guckt mal, wie schön das jetzt hier zu diesem Notizbuch passt. Ich habe es jetzt nur verkehrt herum drauf gemacht. Guckt mal, wie schön das aussieht, oder? Wenn das dann jetzt hier so rausguckt. Und alles, was hier so übersteht, kann man auch wegschneiden. Das wollte ich euch eh noch zeigen. Weil jetzt hier zum Beispiel, weil wir das ja zusammengeschlagen hatten, das können wir jetzt einfach hier so abschneiden. So. Und hier auch. Ich muss meine andere Schere etwas ordentlicher machen. So, guckt. Und dann sieht man das auch von der anderen Seite nicht mehr. Dann ist das schön ordentlich. So. Ihr könnt es natürlich so rum machen, wie ihr das wollt. Man könnte das auch, Moment, so machen. Sieht auch total schön aus, finde ich. Ja, ich finde das mega. Das wollte ich euch heute zeigen. Eine kleine, schnelle Anleitung, die man wirklich super gut verschenken kann. Das ist was ganz Besonderes, sowas zu bekommen, finde ich. Und ja, das ist meine Idee von heute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich sonst noch alles so bastel. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.